Nun ist es also passiert. Der Deutsche Bundestag hat die Deportation und Ermordung von mehr als 1 Million Armeniern durch das Osmanische Reich als Völkermord eingestuft. 101 Jahre danach und trotz aller Warnungen vor schwerem Schaden in den deutsch-türkischen Beziehungen. Um das gleich vorauszuschicken, die Drohungen des türkischen Präsidenten Erdogan sind mir vollkommen gleichgültig. Das müsste man aushalten, wenn es die Sache erfordert. Diese Sache aber erfordert es nicht. Der Bundespräsident und der Bundestagspräsident haben die Mitschuld des Deutschen Kaiserreichs schon im vergangenen Jahr klar benannt. Jetzt ist daraus aber eine Anmaßung des Bundestags geworden. Wir Deutschen haben den Völkermord schlechthin zu verantworten, den Holocaust. Wir haben uns zu unserer Schuld bekannt und nun glauben wir mit unserem verdammt guten Gewissen anderen Nationen Belehrungen erteilen zu können? Mich empört das geradezu. Demut wäre angesagt statt lautstarker Selbstinszenierung. Hilft die Resolution wenigstens im Verhältnis zwischen Türken und Armeniern? Das Gegenteil ist richtig. Die ungemein schwierigen Bemühungen um eine Versöhnung werden zurückgeworfen, zarte Pflänzchen zertrampelt. 3 Armenier sitzen heute im türkischen Parlament. Das wäre früher undenkbar gewesen. Und Erdogan hat sein Bedauern über die Leiden der Armenier zum Ausdruck gebracht. Auch das war ein großer Schritt voran. Was der Bundestag jetzt produziert hat, ist aber nichts als schädlicher moralischer Imperialismus.